Stimme beim Interview. Manuel Strodl, 4:1 Niederlage in Kaufbeuren. Lange hat es war sehr eng das Spiel. Was hat es denn so hart gemacht für beide Mannschaften, da einfach anzuschreiben? Was so hart gemacht hat? Ja. Gut, klar, es ist früh in der Saison, aber wir sind nicht umsonst punktgleich. Wir sind beide sehr diszipliniert, haben beide nicht viel hergegeben am Anfang. Und ja, das hat den Start natürlich vielleicht auch nicht so anschauenswert gemacht. Aber war, ja, so wollten wir starten. Für uns war das top. Zweite, Drittel haben wir so ein bisschen die Struktur verloren und dann ist Kaufbeuren natürlich gut. Ne? Im dritten Drittel, wir müssen aufmachen, wir müssen Tor schießen, schießen es dann, kriegen ein blödes Gegentor wieder, müssen wieder aufmachen und dann haben die halt einfach Qualität, die Kaufbeuren, klar. Ihr seid dann nochmal zurückgekommen, aber Kraft denke ich nicht, dass gefehlt hat, aber an was lag es, dass ihr vielleicht nicht mehr jetzt auch zum Schluss mit 6 Mann nicht mehr anschreiben konntet? Aber einige Kaufbeuren, die verteidigen es dann am Ende halt auch einfach gut. Ne? Wir spielen gegen Mann gegen Mann, die geben uns nicht viel im Slot. Auch wenn immer ein Abpraller da ist, die meiste Zeit ist eigentlich immer ein Ding dran. Das ist total eklig, spielen super und ja, es ist ärgerlich, dass wir jetzt ohne Punkte heimfahren. Alles klar, Manu, ich bedanke mich für deine Zeit. Gute Heimreise, wir sehen uns. Tyler, tough game, 4-1 win, but it was really close for a long time. How do you think, what do you think about the game? Yeah, I thought there was great tempo to the game. It was a fast game and like you said, we were tied 0-0 for a while, then at 1-1 and we just stuck to our game, and in the end, we got the goals we needed. It was tough for both teams to create like really good chances. What made it so hard for you and for the other team, for your opponents, yeah, to create because everyone was so close to each other? Yeah, I think both sides played very structured, so the opportunities were few and far between, and also both goaltenders played very well tonight. So, you know, there was nothing coming easy, but like I said, found a way when we needed to score some goals. There were a few power plays on both sides, but no score. Was it hard? Was it, I don't know how to say, were the defenders too close to each other, or how could you get them out of sight? Yeah, in the Suerte Drittel, we hit 2 crossbars on the power play, which good opportunities for us. We're creating some chances, but nothing was going tonight, so we'll keep working on it tonight. Luckily, we didn't need it, and we still ended up getting the win. Thank you, Tyler. Ja, thank you. Joey, am Ende 4:1 Sieg. Ich habe es auch die anderen schon gefragt, es war immer so eng auf beiden Seiten. Was hat es heute einfach so schwer gemacht? Es war ja immer ganz wenig Platz für beide Mannschaften, nach vorne zu kommen. Es waren auch die Torhüter beide stark. Wie siehst du das? Ja, wir wussten natürlich von der Vorbereitung des Spiels, dass Rosenheim wollten, dass wir in so einen kontrollierten Aufbau kommen und die wollen, dass wir alle bremsen und zusammenkommen und wir haben das einfach, sobald wir aufs Eis kommen sind, schnell gespielt und das hat denen das Trap so ein bisschen zerstört und wir haben schnell gespielt, halt nach vorne, ein Pass und wir waren irgendwie immer so schon fast an der Blaue bei denen und ja, wir haben denen eigentlich wahnsinnig Ärger gemacht in der neutralen Zone. Wir wissen, dass das eine gute Mannschaft ist, die haben gute Spieler drin, aber wir haben es halt komplett umgestellt von das Vorbereitungsspiel. Es war deutlich besser gegen die, ja. Jetzt hast du den Sami Blomqvist, einen alten Bekannten, wieder in deiner Reihe. Der hat heute auch 2 Punkte, sein erstes Tor gemacht. Ist es für dich einfach, da so einen bekannten Spieler wieder dazu bekommen oder ist es immer wieder neu, wenn ein neuer Mann in die Reihe reinkommt? Ja, ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass wir zwei gut funktionieren. Ich weiß ja ungefähr, wo er ist. Ich wusste zum Beispiel da, wo ich die Scheibe eigentlich vom Tor bin. Klar, war ein bisschen frech, aber ich weiß, dass er eigentlich nie aufgibt, da vom Tor zu kommen. Und wenn man ihm irgendwie in so einer Situation die Scheibe gibt, dann verliert er den nicht und macht er den auch. Und war im Weißwasser schon sehr gut. Freut mich auch für ihn natürlich, dass er wieder ein bisschen Erfolg hat. Das war keine einfache Saison letzte Saison und hoffen wir, dass er einfach weiterhin so Gas gibt wieder und dass es funktioniert. Klar. Am Sonntag geht es jetzt nach Regensburg, wieder ja, fast ein Derby, wieder ein Spiel gegen die bayerische Mannschaft. Wie wollt ihr da auftreten? Ich glaube, die spielen ähnlich wie Rosenheim, haben so fleißige Burschen drin, die wo halt Gas geben und so weiter. Also einfach ein Auswärtsspiel, sag ich mal, starkes Auswärtsspiel spielen, so wie heute, einfach nichts ändern, schauen, dass wir einfach schnell kommen, Gas geben. Und ich denke, dass wir da kein Problem haben werden. Alles klar, vielen Dank, Joey Löser, alles Gute.